Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. So, ich wollte theoretisch auch gleichzeitig live gehen in der Wie man Geld wird Gruppe, aber Facebook hat sich das anders überlegt. Also bin ich voll und ganz hier mit euch. Danke, dass ihr hier seid. Recording läuft, das ist schon gut, ne? Gestern habe ich das, haben wir auch schon ein schönes Video gehabt, aber ohne Recording. Heute sollte das alles klappen. Okay, wer von euch kennt schon Energy Pulse und für wen ist es das allererste Mal? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob ihr das gleichzeitig beides aufrufen könnt. Sollte, glaube ich, funktionieren. Na, wir tüfteln das einfach alle gemeinsam aus. Ich bin auf jeden Fall mega dankbar, dass ihr hier seid. Das schon, ne, von gestern erfreut mehr als 40 Leute, die den Kanal auch gefunden haben. Hier kann ich Livestreams machen, kann ich leider nicht. In der Telegram-Gruppe, die ich schon länger habe, nicht. Also hätte ich es da gewusst. Ne? Man lernt einfach auch, was ist richtig dran. Also, schön, dass ihr hier seid. Und ich würde euch einladen, wenn ihr Lust habt. So, spürt mal euren Körper rein. Ihr könnt die Augen dazu schließen, ihr könnt sie dazu auch offen lassen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euren Körper berühren und wirklich ankommen in eurem Sweet Body. Weil hey, diesen Körper habt ihr euch ausgesucht, den habt ihr euch kreiert auf dieser Reise auf diesem wunderschönen Planeten Erde. Habt ihr euch diesen wunderschönen Körper ausgesucht? Und alles, was das hochbringt, wo du denkst, ja, wunderschön, alle anderen Körper, aber auch nicht meiner. Kann man das schon mal zerstören und kreieren? Right, wrong, good, bad, pot, pock, orange, holz, poison, und was du nur beginnst, dein Körper, den du kreiert hast. Alles, was in deinem Körper ist, mit deinem Körper ist, hast du kreiert. Also was du anerkennst, welche Meisterleistung du da vollbracht hast. So, worauf hat dein Körper Bock? Und ich möchte diesen Energy Pull wirklich nennen. Was ist deine neue große Frage? Ne? So, mir kommt vor, die Welt ist gerade in so einem Wartezustand und wartet auf alles Mögliche, wartet, bis Corona vorbei ist, wartet auf das, wartet auf andere, wartet auf irgendwelche Rahmenbedingungen. So, was, wenn irgendwelche Rahmenbedingungen nicht kommen können und werden, solange du nicht danach fragst, was, wenn wir in der Zeit sind, wo wirklich Ask and Receive noch dynamischer funktioniert als je zuvor. Und schau mal, wonach fragst du nicht, das würdest du danach fragen, du es auch haben könntest. Was ist deine neue große Frage? Was sind das Flüstern der Möglichkeit? Und ich habe das gestern kurz gesagt, dass wir nicht recorded hatten. Ich hatte gestern einen sehr interessanten Tag, wo ich, ne, so irgendwie hat gar nichts wirklich mehr funktioniert. Ne? So dieses Gespür für Kreation war irgendwie, das habe ich schon länger. Ich denke, ist irgendwie anders, ist es weg. Und heute merke ich, oh, I'm alive, I'm back again. Ja? Und auch sich das zu erlauben, wenn du so Phasen hast, wo es gerade nicht so zu laufen scheint, was du dich nicht bewertest dafür, sondern in Erlaubnis bist, in wahre Erlaubnis für dich, für die Energien. Und du es nicht bewertest und damit bist und ne, drauf vertraust, the universe has your back, consciousness has your back, keep going, die Dinge ändern sich wieder. Ne? Und heute merke ich, heute ist wieder alles ganz anders. Alright, so spür deinen Körper rein, spür die Erde unter deinen Füßen und sag auch wirklich mal, hi Body, danke für diesen fantastischen Tag, den wir heute gemeinsam kreiert haben. Danke, Erde, dass du mich trägst, dass du mich nährst, dass du da bist für mich, dass du so wunderschön bist, dass du so viel Erlaubnis hast für alles, was ich bin. Was sind die unendlichen Möglichkeiten, dass ich für mich und meinen Körper genauso viel Erlaubnis habe, wie du, Erde, das für mich und meinen Körper hast? Und dann dehn dich aus in das unendliche Wesen, das du bist. Und wenn du schon ausgedehnt bist, ne? Das ist nämlich auch was, wenn du denkst, oh Gott, ich muss mich jetzt ausdehnen. Aber was, wenn du schon ausgedehnt bist und von da aus dich noch weiter ausdehnst mit deiner Aufmerksamkeit? Du bist unendlich groß. Da gibt's kein Ende. Du bist ein unendliches Wesen, das sich ein Körper auf der Erde kreiert hat. Now what? So, was? Was hättest du wirklich gern? Wonach fragst du, wenn du alles haben könntest? Wo möchtest du gerne leben? Wie möchtest du gerne leben? Mit wem möchtest du gerne leben? Welche Energien hättest du gerne in deinem Leben?
erlaubt, dass ich das zeige. Und ich mache das schnell, weil, hey, seid ihr alle X-Men und fast. So all die langsamen Menschen um dich rum, die dazu geführt haben, dass du auch beginnst, so lahm dein Leben zu gestalten, dass du selber zu Tode gelangweilt bist. Kann man das zerstören und kreieren? Right, wrong, good, bad, pot, pock, orange, hot, poison. Und wenn du dir erlaubst, so schnell zu sein, wie du wirklich bist, ne? Wie sehr ist da in meinem Universum die Frage, die sich noch formuliert und sagst, ja, das, boom, das, boom, das, boom. Ne, wo kannst du zugreifen, wenn du jetzt hier Energy Shopping machen kannst? Was hättest du gern? Ne? Da ist ein Universum voller Möglichkeiten. Welche Energien, zu welchen Energien kannst du jetzt yes sagen? Ne? Erlaub dir das wahrzunehmen, wo du merkst, wuhu! Ne, so, was sind die orgasmischen Energien, die nährenden, die expansiven, wo du sagst, boah, geil, das hätte ich gern. Und das Geile ist, du musst noch nicht mal Form und Struktur dazu haben, du musst noch nicht mal das richtige Wort dafür haben. Manches hat vielleicht ein Wort, aber ne, was du dir bewusst machst, welche Energien hättest du gern in deinem Leben? Du sagst, yes, yes, more of that. Was lässt jedes Molekül in dir tanzen und vibrieren und feiern? Und lade auch die Energie von Geld ein, in dein Leben zu spielen, in deine Kreation zu spielen. So, wo du Geld bisher exkludiert hast, ausgeladen hast, lade es ein. Herzlich willkommen, du darfst mitspielen, du darfst alles, ne? Alles, wonach ich frag, nähren, dem beitragen, mitspielen, alles durchfluten, ne? So alles, was du wirklich gerne hättest, was, wenn wer, wenn da die Energie von Geld alles durchflutet, dem beiträgt, was, wenn Geld dein neuer bester Freund ist, immer für dich da. Wenn du fragst nach was, okay, Geld ist zur Stelle. Yes, let's go. Okay, vielleicht ist das meine Realität. Schau, was für dich wahr ist. Wie hättest du das gern? Ask and receive. Und zieh Energie aus dem gesamten Universum durch alle eure Fragen. Was sind denn die verrücktesten Dinge, die du dir noch nicht mal erlaubst, dir wahrzunehmen, kognitiv zu haben, erlaubt, ein Gespür dafür zu kriegen, was sind die crazy big asks, die du wirklich hast? Wofür hast du dir einen Körper auf dem Planeten Erde genau zu dieser Zeit gesucht? Um abzuwarten und reinzupassen, das machen es wie andere? Oder was völlig anderes? So erlaubt dir auch all deine X-Men-Fähigkeiten, deine Weirdness wahrzunehmen, dein Anderssein, das Geschenk deines Andersseins. Die Magie, die du bist, indulge, macht es größer. And pull. And pull, and pull, and pull. Und lass uns wirklich einen riesengroßen Energy Ball haben. Alle, die jetzt hier live dabei sind und Energie ziehen und alle, die später das Recording schauen, was wir für uns alle gemeinsam einen riesen Energy Ball haben, wo wir Energie durchziehen und das nähren und das wirklich bersten mit Energie ist. So dieses erlaub wahrzunehmen, welches Powerhouse du auch bist, welche kreative, generative Energie du bist, wenn du bist. Dreh die auf, gib die rein in diesen Energieball und erlaub, dass du allen anderen beiträgst und Energie ziehst, was wir eine riesengroße Co-Kreation haben und zieht Energie und stärker, ne, was du nur von sämtlichen Planeten, ne, welche Energien kannst du hinzufügen, während was möchte hier beitragen zu all dem, worauf du wirklich, wirklich Bock hast. Das Ganze ist, dein Verstand muss hier gar nichts wissen. Ask and receive. Bam, 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 bam. Wie viel schneller kannst du noch sein mit dem, wonach du fragst? Und zieh Energie, zieh noch stärker und lass es sich versprinkeln rund um den Planeten, ins gesamte Universum, überall dahin zu Menschen, Wesen, Situationen, Spirits, Elemente, Elementals, die nur drauf warten, mit dir zu spielen. Du musst aber fragen, ja? Wen und was kannst du noch fragen? Mit dir gemeinsam zu kreieren, mit dir gemeinsam Dinge zu verwirklichen. Was würde dir Gottzillion viel Spaß machen? Was würde jedes Molekül in dir zum Tanzen bringen? Und zieh all das rein in dein Leben. Was, wenn du das die nächsten Tage, Wochen, Monate ganz klar hast, was das ist? Und zieht und lass es sich versprinkeln. Und was ist wirklich alles möglich? So, wenn du Lust hast, lass diesen Energy Pool weiterziehen. Und lass es sich versprinkeln und vertrau drauf. Das Universum hört dir zu. Ask and receive funktioniert immer. Wenn du nicht mit deiner Birne im Weg bist und das aufhältst und das bewertest, noch bevor es da ist, kommt alles. Vielleicht nicht gestern, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen.
Vielleicht auch nicht nächste Woche, aber vertraue darauf, alles, wonach du fragst, kommt. Also, wonach kannst du noch fragen? Schön, dass ihr da wart. Und ich möchte allen, die jetzt hier im Kanal sind, ein kleines Geschenk machen. Und zwar habe ich mir heute überlegt, ne, ich bin gefragt worden, ob ich nicht abends Energy Pulse machen könnte. Ask and Receive hat funktioniert. Ab nächsten Montag starten wir 18:30 Uhr, immer 10 bis 15 Minuten, kurz und knackig, bam, so wie jetzt, ne? Und alle, die hier im Kanal sind, kriegen einen 10% Coupon für 24 Stunden. Also, schnell sein lohnt sich. Ich mag gerne Leute, die schnell entscheiden und nicht ewig überlegen. Und eben, auch, ja, ist immer noch günstig, auch wenn du den 10% Coupon verfallen lässt. Also, wie wird's noch besser? Ich möchte einfach auch Menschen ehren, anerkennen, belohnen, die schnell zu was Ja sagen. Okay? In diesem Sinne, jetzt hoffe ich, dass mit dem Recording hat alles geklappt. Danke, dass ihr hier wart. Ladet gerne noch mehr Leute in die Gruppe ein. Wie viel Spaß können wir haben und was ist hier wirklich alles möglich? I wonder. Danke für euch und tschüssi. Aufnahme stoppen.